zwei Tage gegen Luxemburg 1-8, das mal 0-9, also resultatmäßig keine Verbesserung. Sind es die gleichen Spiele gewesen? Nicht ganz, nein. Also wir haben im ersten Spiel meiner Meinung nach besser unsere Linie durchzuhauen oder unsere Vorgaben durchzuhauen. Im zweiten Spiel jetzt ist Müdigkeit dazugekommen. Und klar, wir haben wieder viel Wechsel gemacht, aber das habe ich gesehen von Anfang an, es spielen nicht mehr alle. Und wir sind da gerne in den Rhythmus eingekommen. Man hat auf den Abfall gesehen gehabt, von der Leistung. Und wenn die Qualität auch nicht passt, dann können solche Resultate standen. Also mit dem zweiten Spiel, mit dem Verlauf, bin ich so nicht ganz zufrieden. Erste Halbzeit hat man doch fast bis zur Pause eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt. Ja, richtig, das hat man gemacht, hat vielleicht auch noch Kraft gehabt, das ist dazugekommen. Zweite Halbzeit ist dann vielleicht auch durch den Wechsel, das kann ich auf meine Kappe nehmen. Ist ein bisschen Bruch drin gewesen, aber ich glaube, dass wir über das ganze Spiel gesehen wirklich nicht so kompakt gestanden sind. Man hätte vielleicht mal in der ersten Halbzeit das Goal machen müssen, vielleicht hätte der Mannschaft gut getan, hätte sich auch belohnen können dafür, das haben wir leider nicht geschafft. Und darum bin ich da schon ein bisschen, ja, das erste Spiel war für mich positiver gewesen. Wenn man jetzt die beiden Teams vergleicht, Luxemburg und Liechtenstein, von der rein körperlich, von der Grösse der Spieler sind sie etwa gleich gewesen. Und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, die Luxemburger sind fitter und bereiter eigentlich. Bereiter, sie haben einen höheren Rhythmus können gehen. Vielleicht auch mit der Möglichkeit der Selektion zu tun. Sie haben doch ein paar Spieler mehr zur Auswahl. Aber richtig, sie haben über 160 Minuten den Höherrhythmus gehen können. Und da ist genau das ist so ein Hauptpunkt, der mich eigentlich nicht stört. Aber ich sage, da muss man schaffen, wenn man das Gefühl hat, man hat in der nationalen Meisterschaft kann man mitheben. International ist man doch noch ein bisschen weit weg. Das sind so Punkte, wo man anschauen muss. Nur ich sage auch, in zwei, drei Jahren, 2017 und 2019, schließt sich dann die Lücke dann meistens. Nur da jetzt auf dieser Stufe ist es doch noch recht frappant, dass man da den Unterschied hat.